Ja, läuft. Lucy und ich, wir machen jetzt gleich Feierabend. Wir sitzen da so ein bisschen zusammen auf dem Käutchen. Ich sehe scheiße aus. Die Lucy guckt auch nicht wirklich gerade normal. Das liegt aber daran, dass die kleine Maus einen Schlaganfall hatte. Die kann nicht anders. Also, das hat nichts mit Müdigkeit zu tun, Schätzelein, ne? Wir gucken immer so. Ich bin einfach nur fertig, müde und kaputt. Ich stinke. Und wir begeben uns am Freitag auf eine große, lange Reise. Für die Lucy wird das ziemlich aufregend, aber komfortabel, keine Sorge. Bei uns reisen die Hunde ja leider besser als wir Fahrer. Wir sitzen echt scheiße mit dem ganzen Gepäck. Und ihr könnt ja schön muckelig schlafen die ganze Zeit. Jedenfalls reisen wir nach Deutschland. Das ist eine kleine Hündin. Ich möchte jetzt mal eins ganz klar sagen. Sobald wir einen kleinen Hund auf unsere Homepage setzen, rufen Leute ohne Ende bei uns an. Und die Lucy hatte einen Schlaganfall, einfach weil sie eine Chemo, ne? Du hattest eine Chemotherapie. Und die hat sie auch super überstanden. Die guckt jetzt einfach nur mal ein bisschen komisch. Die ist gesund, die ist munter, mit dem Mädel ist alles in Ordnung. Was stimmt mit den Leuten bitte da draußen nicht? Ich möchte das jetzt mal ganz klar sagen. Ihr wollt alle 35 cm Hündchen, 38 cm, alles kleine Hunde. Hier ist eine super top soziale Hündin, einfach nur lieb und nett. Und die will keiner. Kein Mensch hat diesen Hund angefragt. Und jetzt sage ich mal eins ganz klar in die Runde. Ihr solltet euch schämen und ihr verpasst den besten Hund der Welt. Die Lucy und ich, wir fahren nach Deutschland. Uns ist das scheißegal, ob ihr die adoptiert oder nicht. Lucy, wir machen uns eine schöne Zeit. Ne? Also, tschüss.